ist schon der erste Preis, der 1990 vergeben wurde. Nicht, dass Sie beim Rechnen demnächst am Schreibtisch, wenn Sie irgendwas schreiben, sagen, das ist da erst vor 24 Jahren gewesen, aber es ist die 25. Verleihung. Ja, also nicht 25 Jahre Musikpreis, sondern die 25. Verleihung des Musikpreises. Das ist das, was das Besondere für uns in diesem Jahr ist. 1990, als der Preis zum ersten Mal verliehen wurde. Einerseits deutlich wurde, dass es um Menschen gibt, die für die Musik etwas getan haben, aber das müssen eben nicht Musiker unter allen Umständen sein. Dann ist das da schon deutlich, weil ja mit Peter Hayworth im allerersten Jahr jemand ausgezeichnet wurde, der über Musik geschrieben hat, der Musikjournalist war, der gerade eine große Klemperer-Biografie damals abgeschlossen hatte. Das ist so eine typische Situation auch der 90er Jahre, dass man das im Vordergrund sah. Und dann auch natürlich, der Mauerfall war ja genau ein Jahr vorbei, einen russischen Komponisten ausgezeichnet hat für seine moderne Leistung als Komponist in Russland. Auch da ist es eine typische Reaktion auf die aktuelle politische Situation gewesen, wie dieser Preis verliehen worden ist. Und daraus hat sich dann auch sehr schnell sozusagen eine geteilte Richtung ergeben, die dieses Preiskomitee immer wieder verfolgt hat. Nämlich auf der einen Seite klarzumachen mit dem Preis, wie international, wie bedeutend die Stadt Duisburg ist und dass man hier halt eben auch Menschen ehrt, die nicht aus dieser Stadt stammen und die vielleicht mit dieser Stadt auch relativ wenig zu tun haben, die sich aber um bestimmte Dinge musikalischer Art sehr verdient gemacht haben. Also das ist die eine Richtung, die immer wieder bedient worden ist, die auch in diesem Jahr bedient wird mit Nina Stemme. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, die Bedeutung der Kulturstadt Duisburg dadurch zu unterstreichen, dass es Preisträgerinnen und Preisträger sind, die tatsächlich mit Duisburg sehr eng verbunden sind. Die Auszeichnung von Kurt Horris und Hans Wallert, nur um mal zwei Menschen aus der Zwei-Städte-Oper Düsseldorf-Duisburg zu nennen. Es geht allerdings natürlich auch darum, ganz konkret Duisburger Musikerinnen und Musiker auszuzeichnen. Und wenn man dann das Glück hat, nur um dieses eine Beispiel zu nennen, dass man einen Weltstar, der auch noch in Duisburg geboren ist, auszeichnen kann, wie Frank-Peter Zimmermann, dann ist man besonders glücklich. Also diese lokale Schiene, wenn ich so sagen darf, ist ja auch immer wieder bedient worden. Und nicht zuletzt im vergangenen Jahr mit den Damen und Herren der Duisburger Symphoniker. Was im Spezialfall genau im vergangenen Jahr natürlich auch eine Reaktion auf die aktuelle Situation war, also es war, glaube ich, ein knappes Jahr her, Herr Wendel, Sie müssen mich korrigieren, wenn da meine Erinnerung mich trübt, dass es einen Echo Klassik gegeben hat für eine Live-Aufnahme, das heißt also für die künstlerische Leistung der Duisburger Symphoniker, Philharmoniker, und dass zugleich natürlich die kulturpolitische Leistung des Orchesters, also aller seiner Mitglieder, auf diese Art und Weise gewürdigt wurde. Und das ist ein typisches Beispiel dafür, wie sehr der Preis eigentlich immer das, was Duisburg interessiert und das, was Duisburg als Kulturstadt ausmachen könnte, in den Mittelpunkt stellt. Sehen Sie also, dass dieser Preis in der Tat sowohl Duisburg interne als auch internationale oder Duisburg externe Momente bedenkt und damit auch auszeichnet. Und so arbeitet eigentlich auch in aller Regel die Jury. Zu Nina Stemme. Nina Stemme ist, ja, das ist vielleicht schwer zu sagen, ob es wirklich aktuell ist, also sozusagen in diesem Jahr unbedingt notwendig war, aber Nina Stemme ist nun in der Tat seit 2-3 Jahren vielleicht wirklich die ungekrönte Königin des dramatischen Sopranfachs auf den internationalen Bühnen dieser Welt. Bezeichnend ist halt einfach, dass sie sozusagen zwei Dinge getan hat oder zwei Dinge für sich geltend machen kann, die vielleicht in der Musiköffentlichkeit nicht immer mit dem Namen so verbunden werden. Nina Stemme kommt aus einer ganz großen Tradition, nämlich aus der schwedischen Sopran-Tradition, vielleicht als einen von mehreren Namen Birgit Nilsson in ihre Erinnerung gerufen. Das ist sozusagen das Vorbild gewesen. Nina Stemme selber hat, glaube ich, sogar einen Birgit Nilsson-Preis ins Leben gerufen, bei dem im Andenken an die verstorbene große Heroine Birgit Nilsson dann
junge Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und Sänger ausgezeichnet werden. Also die schwedische Tradition dieses besonderen Fachs dramatischer Sopran ist für Nina Stemme schon eine ganz besondere Bedeutung. Das ist gar keine Frage. Und auf der anderen Seite gehört sie ganz offensichtlich zu den Künstlerinnen, die so arbeiten wie in den 50er, 60er und 70er Jahren, wie übrigens auch bei Birgit Nilsson immer gearbeitet worden ist. Man fängt nicht mit Wagner-Gesang an, sondern man hört mit Wagner-Gesang auf. Und die erste Isolde, um das vielleicht auch zu sagen, hat Nina Stemme gesungen, da war sie 41 Jahre alt. Das passiert heute nicht mehr. Ja? Sie sehen das allenthalben, dass sich Sängerinnen und Sänger, weil sie damit auch das große Geld verdienen und die große Publicity erlangen können, relativ früh in diese Riesenpartien stürzen. Genau das hat Nina Stemme nicht getan. Und ich habe vor zwei Jahren bei der Neuinszenierung des Rings in München vergleichen können, wie Frau Stemme die gleichen Partien, nämlich die beiden Brunnhilden aus der Oper Siegfried und aus der Oper Götterdämmerung, das sind ja zwei wirkliche Granatenpartien, die man da zu bewältigen hat, wie sie die in Bayreuth und in München gesungen hat. Und es ist einfach fabelhaft, wie eine solche Frau, mit welcher Kondition, mit welcher Genauigkeit sie solch eine Interpretation zusammenstellt und aufbaut und auf der Bühne auch wirklich präsent macht, sowohl durch ihr Spiel als auch durch ihren Gesang natürlich. Von daher ist Nina Stemme im Augenblick, wo die in diesem Fach, zumindest was den Wagner-Gesang angeht, das absolute Nonplusultra. Und ich glaube, das ist auch der wesentliche Grund, weswegen sich die Jury dazu entschieden hat, jetzt in diesem Jahr Nina Stemme auszuzeichnen mit diesem Musikpreis, weil sie nun gerade diesen Höhepunkt, der kaum noch zu steigern ist. Das Allerschönste wäre natürlich, wenn in allernächster Zeit, was eben für diese Preisverleihung nicht möglich war, Frau Stemme hier in Duisburg auch mal einen Ton sänge. Das klingt jetzt sehr mokant, ist aber gar nicht so gemeint, weil eine solch international engagierte Künstlerin natürlich einen Terminplan hat, den man kaum vom Schreibtisch bewältigen kann, geschweige denn, indem man 5 Stunden bei einer Operninszenierung auf der Bühne steht und das jeden Abend oder jeden zweiten Abend. Aber vielleicht schaffen wir es ja irgendwann, Frau Stemme hier in den nächsten 12 Monaten, solange der Preis noch gültig ist, den sie dann bekommt, hierher zu bekommen, um auch ein bisschen von ihrer Kunst partizipieren zu können.